dass du da bist. Wir haben heute ganz, ganz viel gemeinsam vor. Und zwar ist in 2 Tagen Lianas Geburtstag. Heute Nacht, heute ist der 26. März, ist meine Fruchtblase geplatzt. Nach 12 Uhr. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und dann ging das sehr, sehr lange, bis was in Gang kam. Und Liana kam erst 2 Tage später zur Welt. Aber ich bin jetzt schon ganz emotional, weil es ja 1 Jahr lang her ist. Und es fühlt sich einfach nicht so an. Es fühlt sich so an, als ob ich gerade erst dieses süße kleine Geschöpf in meine Arme geschlossen habe. Und jetzt ist sie schon 1 Jahr. Bevor ich jetzt komplett emotional werde, muss ich mich wieder konzentrieren. Wir haben heute viel vor. Unsere Wohnung sieht furchtbar aus. Ich muss ganz, ganz viel Haushalt machen. Das mache ich aber später, wenn die kleine Maus schläft. Jetzt fahren wir erstmal los und machen Besorgungen. Ich muss noch einiges für den Geburtstag einkaufen. Lebensmittel. Ich muss noch in den Baumarkt. Wir haben ihr ja die Kinderküche gepimpt und da fehlt noch ein Überlack. Die zeigen wir euch aber erst am Geburtstag. Und wir haben auch ein extra Video gedreht, wie wir sie gepimpt haben, mein Mann und ich. Aber das kommt später. Und dann müssen wir noch in den DM. Ja, und wir haben noch nicht gefrühstückt, weil ich wollte mir einen Milchkaffee machen. Ich hatte keine Milch mehr. Ich wollte der kleinen Maus was Obstiges geben und hatte kein Obst mehr. Außer Apfelmus. Jetzt hat sie schon ein bisschen Apfelmus bekommen. Und jetzt fahren wir aber noch schnell zum Bäcker vorbei und holen uns was beim Bäcker frühstücken unterwegs. Und dann geht's los mit unserem Einkaufsmarathon und dich nehme ich mit. So, jetzt sitzen wir im Auto und fahren los. Ich muss jetzt meinen Kopf ordnen, weil der funktioniert nicht so gut. Eigentlich schon seit der Schwangerschaft. Also seit jetzt knapp 1 Jahr und 10 Monate. Habe ich jetzt die Garage zugemacht? Habe ich. Jetzt geht's los, mein Schatz, ne? Jetzt gehen wir zum Edeka, da holen wir uns Frühstück. Dann holen wir die ganzen Zutaten, die wir für die Bananenmuffins brauchen. Ein bisschen Deko für den Bananenmuffin, eine Kerze. Dann bin ich am Überlegen, ob ich noch... Ich glaube, ich entscheide mich jetzt für ein Frühstück mit meinen Eltern. Also wir machen das am Tag, am Geburtstag so, dass mein Mann, ich und Liana natürlich morgens ein bisschen alleine feiern. Um 11 Uhr kommen dann meine Eltern, weil mein Papa vorher noch Patienten hat. Und da habe ich überlegt, sollen wir Kuchen und Kaffee trinken oder sollen wir nochmal so ein zweites Frühstück machen? Und ich habe jetzt beschlossen, dass wir einfach morgens ein schönes Frühstück machen zu dritt und dann lassen wir alles stehen, machen es natürlich nochmal ein bisschen schöner. Und dann mache ich noch eine Kartoffel-Parmesan-Suppe. Und für die Suppe und für das Frühstück und für die Bananenmuffins muss ich jetzt alles holen im Edeka. Und wenn ich das dann geholt habe, dann muss ich auch wieder meinen Kopf ordnen im Laden, weil ich habe mir keine Einkaufsliste, noch keine gemacht. Warum, fragt mich nicht. Der Morgen hat es einfach nicht hergegeben. Das heißt, ich werde im Laden mit dem Handy schnell die Rezepte durchgehen. Es sollte ja nicht so viel sein, deshalb sollte ich das schon hinbekommen. Und danach gehen wir in den DM, weil wir da noch einiges brauchen. Liana und ich haben ein ganz spezielles Outfit für den Geburtstag. Und da fehlt mir noch eine Leggings oder eine Strumpfhose für Liana. Und dann gehen wir noch in den Baumarkt, weil wir noch was für die Ferienwohnung brauchen und diesen Überlack, den ich euch gerade erzählt habe. Also ihr seht, einiges zu tun. Es ist 10 Uhr. Wegen dieser blöden Zeitumstellung ist schon 10. Und danach muss das kleine Mäuschen schlafen. Ja. Ach, ein Mittagessen brauchen wir noch. Ah, nee, haben wir. Mittagessen haben wir. Heute machen wir Nudeln mit Pesto, weil der Papi arbeiten ist. Essen nur wir zwei. Und du erzählst schon wieder so viel, du kleiner Schatz. Auf jeden Fall nehme ich dich mit und wir schauen jetzt, wir melden uns bei dir immer wieder so zwischendurch. Jetzt waren wir im Edeka. Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen. Bestimmt. Ich habe natürlich ganz schnell nur meine Listen durchgeguckt. Was brauche ich für die Kartoffel-Parmesan-Suppe? Was brauche ich für die Bananen-Muffins? Dinkelvollkornmehl und Kokosflocken muss ich jetzt noch im DM holen. Die gab es bei uns im Edeka nicht. Wir haben nur einen sehr kleinen Edeka. Mit wenig Bio-Alnatura-Dingen.
Was ist denn hier los? Didde. Und deshalb fahren wir jetzt in den DM und ich habe mich auch extrem beeilt, weil ich muss so dringend auf die Toilette. Und ob ich jetzt wieder nach Hause fahre oder zum DM, ist ziemlich die gleiche Strecke und im DM gibt es ja Gott sei Dank Toiletten. Ne? Deshalb, ich hasse es beim Einkaufen aufs Klo zu müssen. Kennt ihr das? Wenn man so gemütlich am Einkaufen ist und dann muss man so dringend auf die Toilette. Naja, auf jeden Fall kriege ich meine Toilette jetzt im DM gleich und werde im DM die restlichen Sachen holen. Ich habe keine schöne Kerze gefunden für den Muffin, deshalb brauchen wir das auch noch im DM. Aber ja, im DM, der ist ziemlich gut und ziemlich groß für unsere Dorfverhältnisse. Also das ist in der nächsten Stadt und da fahren wir jetzt hin. Na, du Süße, du! Liana ist super gut drauf. Jetzt waren wir im DM und kurz im Rewe, weil es im DM keine Kokosflocken gab. Im Rewe aber auch nicht. Jetzt habe ich Kokosraspeln. Die Frau meinte dort, dass das das Gleiche wäre. Sie würde auch oft backen. Wenn jetzt das nächste Popelrezept schief geht, dann fange ich an zu weinen. Na? Ja. Also jetzt steht nur noch Baumarkt an. Da brauchen wir ein neues Schloss. Das da haben wir in der Ferienwohnung gestern ausgebaut. Da brauchen wir ein neues. Und den Überlack für die Kinderküche. Und dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir nach Hause. Na? Und dann zeigen wir dir, was wir eingekauft haben. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe gerade das Nudelwasser aufgesetzt, dass wir gleich Mittag essen können. Heute gibt es ganz einfach Nudeln mit Pesto. Ich wollte dir aber kurz zeigen, was ich eingekauft habe. Die kleine Maus ist am Spielen im Wohnzimmer. Kommt aber bestimmt gleich, wenn sie mich hört. Wir waren im Baumarkt als allerletztes und mussten noch mal einiges kaufen für die Kinderküche. Das zeigen wir euch aber in einem getrennten Video. Der Lack, den wir für die Armaturen, also fürs Waschbecken und so gebraucht haben oder benutzt haben, bröckelt schon wieder ab. Also totaler Schwachsinn. Und den müssen wir jetzt wieder runterschmirgeln mit Schmirgelpapier und dann müssen wir mit einem Haftspray und einer Farbe nochmal an die Armaturen. Deswegen war ich im Baumarkt und habe die Sachen gekauft. Batterien habe ich noch mitgenommen, weil auch in die Herdplatte 4 Batterien rein müssen bei der Kinderküche. Ein Schloss für unsere Ferienwohnung und so kleine Schlüsselanhänger, um unsere Schlüssel zu markieren. Das war's im Baumarkt. Dann waren wir im DM. Da habe ich eine weiße Strumpfhose mitgenommen für das Geburtstagsoutfit, das ihr im Geburtstagsvlog dann sehen werdet. Einmal Kerzen für den Muffin. Dann habe ich einmal Servietten mitgenommen für dann das Kaffee trinken am Geburtstag. Dann habe ich so Fotogirlanden mitgenommen, 2 Stück, weil ich habe von Liana jeden Monat bis zum 11. Monat ein Foto gemacht. Das hänge ich als Deko morgen noch auf. Gab es auch im DM. Dann einmal Dinkelvollkornmehl und normales Dinkelmehl, 630 für die Bananenmuffins, auch aus dem DM. Und Fruchtmus, einmal Quittebirne, einmal Apfelbanane und einmal normales Apfelmus. Das war DM. Entschuldigung. Dann habe ich im Edeka Bananen mitgenommen, die runtergesetzt waren, weil sie schon total braun sind. Ist aber perfekt für unsere Bananenmuffins und auch für die Waffeln, die ich vielleicht zum Frühstück mache. Mal schauen. Morgen, also einen Tag vorm Geburtstag. Dann habe ich einmal Bio 9 Kräutertee mitgenommen. Den trinkt mein Papa, als wenn er hier ist. Und auch André, also mein Mann, trinkt den gerne. Dann habe ich einmal einen Dinkeltoast mitgenommen. Der ist Bio und 100% Dinkel. Wollte ich mal ausprobieren für die kleine Maus. Dann fürs Frühstück, Geburtstagsfrühstück, habe ich zweimal Käse mitgenommen. Einmal Géramont, einmal Voll LP Classic. Einmal Erdnussbutter Crunchy, einmal Ovomaltine Crunchy, eine Mövenpick schwarze Johannisbeere und für die Parmesan-Kartoffelsuppe zweimal Kartoffeln, einmal Creme Fraiche und dann habe ich noch zweimal Milch für Milchkaffee zum Geburtstagsfrühstück mitgenommen. Das waren die Einkäufe. Hat wieder wahnsinnig lang gedauert, weil ich, ja, mein Hirn nicht ordnen konnte. Deshalb ja, waren wir jetzt schon 2 Stunden unterwegs, jetzt sind wir aber wieder da. Ich mache jetzt uns schnell Nudeln, dann lege ich die kleine Maus schlafen und dann werde ich mich an den Haushalt machen. Nudeln mit Pesto für die Kleine. Hier, falls sie noch mehr Hunger hat. Die Mama hat Spaghetti mit Pesto und Orangensaftschorle habe ich mir dazu gemacht. Hier in die Deko machen.
wie gesagt, hier die Girlande fertig machen und hier muss ich noch einige Pompons auseinanderklamüstern. Das werde ich wahrscheinlich erst abends machen, aber das mache ich jetzt mal. Wie ihr seht, haben wir einen neuen Tisch. Dazu muss ich noch mal kurz aufstehen. Dieser Tisch und diese zwei Stühle haben wir von meiner Schwester bekommen, weil sie umgezogen ist. Jetzt habe ich es gerade geschafft, die kleine Maus hinzulegen. Hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Sie ist sofort eingeschlafen, aber ich habe meine Brust nicht zurückbekommen. Ich habe 3-4 Mal versucht, die Brust ihr aus dem Mund zu ziehen und dann war immer so, boom, so ein Schnappreflex, so süß. Sie schläft halt an der Brust ein und normalerweise irgendwann lässt sie dann los, aber heute nicht. Und jetzt bin ich eine halbe Stunde wirklich nebendran gelegen, habe versucht, immer wieder zu gehen, weil ich ja so viel machen muss. Jetzt weiß ich nicht, wie lange sie noch schläft. Ihr habt gesehen, wie ich so ein bisschen angefangen habe, die Deko zu machen. Jetzt war ich gerade an den Pompons. Das ist der erste Versuch. Ich habe jetzt aber gerade noch mal ein Tutorial angeschaut. Jetzt weiß ich, wie es besser geht. Die werde ich jetzt aber nicht machen. Ich werde jetzt erst versuchen, die Dinge zu machen, die ich nicht machen kann, wenn Liana wach ist. Und das ist die Küche putzen und ja, den Haushalt so generell. Erstens gehe ich runter in die Waschmaschine und mache eine Wäsche. Und wenn ich dann wieder oben bin, mache ich Küche und was sonst noch alles so sein muss. Tatsächlich geschafft, meinen Haushalt zu machen und die kleine Maus schläft noch. Das kommt sehr selten vor. Jetzt mache ich mir noch schnell einen Milchkaffee und genieße vielleicht noch ein paar Minuten für mich, wobei ich währenddessen dann diese Pompons machen werde. Also einen habe ich ja schon gemacht, jetzt habe ich ein Tutorial angeschaut, wie vorher schon erzählt. Jetzt weiß ich, wie es geht, dann gehen die nächsten vielleicht schneller. Dann habe ich einfach schon mal gut vorbereitet, weil morgen muss ich viel machen. Morgen muss ich kochen und backen und natürlich die ganzen Dinge auch dekorieren und aufhängen. Das machen wir dann abends, wenn sie schläft. Und dann muss ich ja noch ein Video für euch schneiden. Also dieses Video muss ich heute Abend noch schneiden und ich werde morgen auch filmen und am Geburtstag auch. Also ja, ich habe mir einiges vorgenommen. Deshalb habe ich einfach beschlossen, dass ich heute schon mal so ein bisschen vorarbeite. Und das hat ganz gut geklappt bis jetzt. Die Küche, das ist noch so ein bisschen meine Sorge. Aber dann muss ich halt heute Abend anstatt Video schneiden die Küche schmirkeln. Oder ich mache das nachher, wenn die kleine Maus alleine spielt. Aber ich weiß nicht, ob sie alleine spielt. Ups. Jetzt genieße ich erstmal meinen Milchkaffee und mache die Pompons. Das sind Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen.
Wir sind wieder zu Hause vom Spaziergang und ich war fleißig. Schaut mal hier, mein Mann ist hier hinten am Rumspringen. Er hat neue Schuhe. Zeig mal deinen neuen Schuhsatz. Schaut mal. Kiss my Airs. Kiss my Airs. Air Max von Nike. Und dann hat er sich noch auch von Nike so ganz schwarze Schlichte bestellt für die Arbeit, weil da müssen sie schwarze Schuhe tragen. Und ich war sehr fleißig und habe alle Pompons auseinanderklamüstert. Jetzt nach ungefähr 10 Stück weiß ich auch, wie es geht. Und bin sehr schnell geworden. Das ist jetzt der letzte, den ich noch machen muss. Und dann sind die Pompons vorbereitet. Und dann habe ich ja hier die Fotokette fertig. Dann habe ich hier die Happy Birthday Wimpel. Und dann müssen wir nur noch, aber das machen wir morgen Abend, die Luftballons aufpusten und aufhängen und den Heißluftballon aufblasen, T1. Und dann haben wir die Vorbereitungen an Deko gemacht. Wir werden jetzt noch einige Vorbereitungen machen, aber ich muss das mit der Küche noch meinem Mann gleich erklären, was wir heute im Baumarkt gesagt bekommen haben. Und dann werde ich die Armaturen nochmal abschmirkeln und neu einsprühen. Das muss ich ihm jetzt gleich alles nochmal sagen. Ne, süße Maus, und dann wird gespielt. Und von dir verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.